Jasmin, du bist am Arsch. Hinter dir kommt was. Andere Seite ist noch eine Katze. An der großen Tanne am Hügel. Ja. Statt nur so blöd zu quatschen. Und ein Hühnchen. Ich geb dir Backup. Ja. Ich bin deine Augen, Jasmin. Achso, und damit erstmal herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Days to Die, hallo. Ja, wir treten gerade die Heimreise an. Jasmin muss noch Hausaufgaben machen, Munition. Oh, Hausaufgaben. Wir fahren schon wieder an dieser Baustelle vorbei. Hier gibt's einen Erdbohrer, ich schwör's dir. Wollen wir da kurz anhalten? Ja, welche, wenn nicht, ne, dann aber... Ja, doch, das sieht vielversprechend aus. Ich halt hier Wache. Da ist ein Bär. Oh, da ist ja noch ein Bär. Du den Bär, ich den Zombie. Oh Gott. Der Zombie. Nee, der Bär macht den Zombie, glaube ich. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Nö, aktuell ist der Bär einfach nur am. Ich lass ihn erstmal. Da hinten auch. Die Bären kämpfen mit den Zombies. Oh, ich hab Hunger. Ja! Bär! 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 Ja! Er macht ihn voll platt, ey. 20 Jetons auf dem Bör. Der Bör hat gewonnen. Keine Probleme. So, ich muss einmal kurz speisen und etwas trinken. Du brauchst keine Hilfe, du kommst klar, ne? Mal gucken. Sehr gut gemacht. Ja, der hat voll unser Auto angegriffen. So ein Mistviech. Ich hoffe, du hast es langsam und qualvoll hingerichtet. Ja, geht so. Sehr gut. Wieso war mein Bär in zwei Teilen? Egal. Ja, aber gib Gas jetzt. Ich muss Munition noch machen. Naja. Ja, dann komm doch endlich und hilf mir. Du sollst alleine gehen. Ach so? Ich bleib hier. Ja. Und? Ich sehe dich. Alter. Alter. Diese blöden Kackvögel. Aua. Ja, aua, sag ich dir, du. Jasmin, die Frau hat mich geschlagen. Ich möchte, dass du herkommst und mit mir lootest. Ich habe Angst alleine. Was ist denn das für Mist? Oh mein Gott! Oh. Oh mein gut. Gott! Komm schnell her! Kommst du klar? Ja, aber es geht ein bisschen Munition drauf, das sage ich dir gleich. Dieser Typ, ey! Ich bin doch schon fertig, Jasmin. Oh. Keine Panik auf der Titanic. Ich mach das schon hier. So, aber du kannst mal mit reinkommen, weil ich kann nicht alles tragen. Was bist du denn? Da. Ja. Ich habe mich nämlich nicht entleert, bevor ich hier reingegangen bin. Das kann ich nicht mitnehmen. Wir haben doch die Triche, ne? Hier sind noch Patronenspitzen, also Geschossspitzen. Hier? Wir haben doch die Triche im Auto. Ja, im Auto. Ich habe keine in der Tasche. Will einer laufen, oder? Du bist so faul. Selber. Warum 2 Minuten laufen, wenn ich 10 Minuten prügeln kann, ne? Oh, ich musste eben mal kurz die Störung entfernen. Eine Störung? Die Solarthermie hat Störung angezeigt. Ach so, das Piepen? Ja. Also, gar nicht gehört. Nee, ich hab's auch nicht gehört.
Ich mache hier die ganze Arbeit und er nimmt okay, sich... Okay, also okay, okay. Bedien dich. Ich kann hier nichts einstecken. Waffen. Da ist nur Munition drin. Jasmin, komm schon. Ich kann auch nicht viel einstecken, sehe ich gerade. Warte mal kurz. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Da bin ich eiskalt. Das habe ich mir gedacht, Digga. Hast du noch Platz? Ja, ich hoffe. Aber ich kann ja nicht rein, du hast doch gerade gegessen. Dafür habe ich leider keinen Platz. Also die Garage hat sich schon gelohnt, oder? Hier, elektrische Teile, hast du noch Platz? Gut. Ein Erdbohrer werden wir bestimmt nicht finden. So, was haben wir hier? Leere Gläser, kann man immer gebrauchen. Das ist jetzt aber nicht mein Hauptaugenmerk. So, das ist erstmal wichtiger für Geschossspitzen. Jedes Blei zählt. Ich habe gar keinen Platz mehr, wollte ich nur sagen. Müssen wir gleich mal zum Auto. Ja, ich suche ja eigentlich nur einen Erdbohrer. Alles andere interessiert mich gar nicht wirklich. Entschuldigung, gnädigste, ich wusste nicht, dass das ihr Zimmer ist. Wo bist du denn jetzt schon wieder, ey? Bist du oben? Ja. Bücherstapel, Erdbohrer. Ja. Alter! Sag mal. War jetzt nicht nett. Okay, hier war kein Erdbohrer. Nächster Haus. Du wartest nicht mehr. Du bist einfach los, ne? Ne, ich wollte nur kurz rüber zur Baustelle. Oh nein. Oh nein. Au. Wie Baymax. Oh nein. Oh nein. Können wir jetzt erstmal weiter? Was war das? Oh Gott! Was war das eben für ein Geräusch? Was denn? So ein Ding, als ob ich was gewonnen habe. Das hatte ich vorhin auch. Oh. Kleine Lex. Da kann ich nicht drauf verzichten. Alter, leckt das hier in der Ecke. Kommt jetzt hier was? Hier ist ein Bär, Jasmin, wenn der hier reinkommt, bin ich am Arsch. Ja, was soll ich machen? Ich bin nicht bei dir. Ich weiß. Hab den Bär gekillt. War kein Problem für mich. Ich hatte zu keinem Moment Panik. Nö, hat man gemerkt. Ja, ich war die Ruhe in Person. So, haben wir hier noch irgendwo einen Erdbohrer für mich? Nein. Nein. Hab vergessen, es ist Nacht. Sie sind ja schnell. Ja. Jupp. Oh. Oh, Gott. Alter, warum bin ich denn jetzt schon wieder so?
Mein Gott. Da bin ich ein bisschen schreckhaft gerade, ne? Ey, hier ist ja die Hölle los. Bleib unten! So. Baustellenkiste. Jasmin, ich gib's auf. Ich hab keine Lust mehr. Lass uns nach Hause fahren. Bin hier gerade voll. Am Looten? Jo. In dem... Oben in dem Holzhaus hier. Da war auch eine Holzkiste, die war versteckt. Da war ein Dings versteckt. Diese andere Kiste versteckt. Ja. Tschüssi. Wir tauschen die Plätze. Da hinten liegt auch noch was. Wie komme ich denn da? Vor ins Kreuz. Wenn ich hochkommen will, ne? So. Was? Der Ort ist verflucht, Jasmin. Weil? Ich bin über den Boden gegangen und überall ist Glas zerbrochen unter meinen Füßen. Ja, ich verstehe schon. Was ist jetzt hier gebracht? Hier irgendwo was? So. Kannst du vergessen hier. Schönes Ding. Für Braveheart. Hier ist nur Säure. Säure ist relativ selten irgendwie zu finden, ne? Okay, hier bin ich schon wieder draußen. Da ist noch ein Raum. Ja, hier war ich. Also ich sehe jetzt hier nichts mit Erdbohrer oder so. Nee. Ich leider auch nicht. Ich halte den immer noch für Mythos. Hm. Kannst ja Carmen fragen, die hatte den auch schon. Ich verstehe das gar nicht, warum wir immer so schlechten Loot finden. Weil ich habe ja jetzt eigentlich... Ich habe doch die Glücksbrille, habe ich doch auch auf, ne? Ja gut, ich habe nee, ich habe die nötige Brille. Oh, ich bin so dumm. Ach so, ja. Das geht ja so nicht. Wo ist denn das Auto? Vorne an der Straße. Ich komme da jetzt auch hin. Ich muss nur die Sachen einmal wegpacken. Ja, ich würde sagen, wir fahren dann zurück. Wir verschwenden jetzt nicht mehr so viel Zeit und machen Munition. Ich muss ja die Zaunpfosten auch noch anbauen. Das ist ein Wildschwein. Zaunpfosten! Okay, du das Schwein, ich den Honig. Nee, achso. Kein, doch ein Honig. Geil. Ah, siehst du. So, ich warte hier am Auto auf dich, ne? Mhm. Geil.
Wollen wir erstmal nach Hause fahren. Ich muss übrigens noch was bauen. Was bauen? Was musst du denn bauen? Ja, das wird eine Überraschung für dich. Für mich? Ja. Ja, ich habe die Kiste links gesehen. Ja, ist mir scheißegal. So, das muss ja mal gesagt werden, ne? Ja, mal zurück hier alles fertig machen. Ich muss bei Gelegenheit auch mal das Auto reparieren. Ich muss links fahren jetzt. Ja. Guck mal, das Auto fliegt. Zurück in die Zukunft. Ja. Martin, du musst sofort zurück in die Vergangenheit reisen und deine Mutter fick. Na, was? Piep. Was? Was? Würde ich nie sagen. Oh, ein Böhr. Salat machen, ey. Ja, cool, ich bin jetzt links gefahren. Geht irgendwie im Kreis. Ah, ne, hier geht's auch links, okay. Und danach geht's wieder links. Sayonara, nein. Goodbye. Wird wieder ein bisschen. Oh, wird Zeit für einen Sommerurlaub. Nach dem ganzen Winter hier. Oh, ist das scheiße warm, ey. Oh, hoffentlich schneit es bald wieder. Nebel. Ja, ich hab ihn auch. Gleich mal Licht anmachen, ne? Oh Gott. Oh Gott. Ah ja, genau, hier sind wir. Wir müssen an der Kreuzung geradeaus, rechts. Day 49. Stimmt. Denk dran, hier sind auch Löcher, ne? War ich wo? Oh ja, das war knapp. Schlecht. So, alles cool. Komm, Jasmin, wir haben zu tun. Ja, ich muss erst mal ausladen hier, oder ja, nicht? Ich hab die Taschen voll. Ja, ich noch nicht. Ganz. Bei mir geht noch was. Oh. Doch. Was ist das für ein Buch? Feuerwehrmann. La 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 la. Feuerwehrmann. Sam. Sam! Jetzt einfach mal Rahmen formen. Na, viel Nitrat haben wir jetzt aber nicht, ja. Wood. Engine. Hä? Wo denn? Bei dir ist ein Hund. Nee, hier schlägt dir irgendeiner was kaputt. Ach, der Hund macht das. Aber da hinten kommt auch noch einer. Messing machst du nur in einem Ofen, ne? Den ersten. Schreierin. Hier meine Mods noch für den Bogen. Ich hoffe, ich kriege den nochmal ein 6. Erste Hilfe habe ich noch. Wolltest du das machen? Alles gut. Okay. Jo, Ärztehilfe. Wir haben Gipsverbände. Wir war das nur der eine? Ja. Ach, du bist da gerade. Sicher gelohnt. Blei.
Blei in den zweiten Ofen, oder? Kleidung, wo ist denn jetzt das? Da. Hose. Wo sind denn jetzt die anderen Sachen? Wieso ist bei Ärztehilfe eigentlich kein Aloe Vera? Doch, ist doch. So hat er es nicht reingeschmissen. Hä? Wo hast du diese Maschinenteile und so? Hast du die noch unten? Ja. Die sind unten bei Transformers. Federn. Wo haben wir denn Federn? Oder haben wir keine mehr? Schlagknüppel habe ich gar nicht gesehen. Und eine Stahlvorschlaghammer, Stufe 3. Habe ich auch nicht gesehen. Und, was habe ich noch? Eisenschlaghammer, oh. Okay. Hä? Hab ich jetzt hier was falsch gemacht, eben? Ja, natürlich. Ich trottel. Zumindest bist du ehrlich, Ingeborg. Aus Versehen auf 3, auf R gedrückt, ey. Dulli. Das. Oh nein! Ja! Soll ich hier oben, ich packe hier oben auch mal 3 Glas Honig rein, wa? Für Blutmond? Bei Ärztehilfe? Mhm. Wäre vielleicht gar nicht verkehrt, wegen Infektion. Jetzt habe ich noch Waffenteile, hier Schlagring-mäßig. Und das Händler. Was habe ich denn jetzt noch? Eisen. Hast du irgendwo schon Messing reingepackt? Ja, in den ersten Ofen. Hä, da ist aber nichts mehr. Da müssten noch 2 Heizkörper sein. Ist nix. Na, da die schon eingeschmolzen. Ich habe das alles jetzt im ersten gemacht. Dann hast du einmal für Hülsen und den nächsten, da mache ich Blei rein für Geschossspitzen. Ja. Hallo? Hm? Oh. Hey, junge Dame, wir haben geschlossen. Wir müssen uns auf den Blutmond vorbereiten. Keine Zeit zum Kaffeesaufen hier. Oh, und dann hat die auch noch ihren Freund mitgebracht. Ach, ich hasse den Typen. Er ist genauso dumm wie... Hier, da du ja... wo bist du denn? Ich bin Patrick, bevor es da zu Missverständnissen kommt. Wo bist du denn? Draußen auf der Leiter, ich genieße die Aussicht. Ich wollte dir was geben. Ja, ich bin gleich da. Ich muss nur kurz die Schmarotzer loswerden. Die wollen sich an unseren Knochen laben, Jasmin. Die Musik war eben anders als sonst. Was hier los? Mrs. Dorpfeier. Karl, der Versicherungsangestellte. Und seine liebreizende Frau. Doch. Da haben sie auch schon keine Zeit mehr für uns. Wer dann? Oh, hier hat sich wieder reingeschmissen hier unten, ne? Nö. Doch. Ja. Schön habe ich das gemacht. Da, 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 da. Hier, wo bist du? Bist du hier? Ich bin jetzt oben. Ich wollte dir doch was geben. Ja, ich schmeiß nur kurz Messing in deine Öfen.
muss den Ofen anheizen. Und Blei habe ich auch ganz viel gesammelt. Ruhebrote. Blei. Ich hätte auch noch Kohle. Willst du die Kohle so haben? Alles. Oder? Ich brauche das alles für Munition. Haben wir Kohle eigentlich noch in irgendeiner Kiste drin? Nein, deswegen brauchen wir ja Kohle. Ich mache das hier bei Waffen immer rein, weil dann habe ich immer gleich alles hier. Ja. Sollst du kriegen. Ist drin. Danke. Bitteschön. Ach, das mache ich doch gerne. Da rein. Lumpenverband. Wo haben wir denn Lumpen? Keine Ahnung, wo du das denn packst. Da bin ich überfragt. Achso, hier steht Lumpen drauf. Aua. Ah, Nitrat haben wir doch noch ein bisschen. Jetons mache ich mit in die Mischkiste, ne? Mhm. Hier, ich habe was für dich. Ja. Oh, da. Kunststoffsehne. Die habe ich tatsächlich schon drin. Hm. Aber danke schön. Trotzdem nicht. Ja, danke schön. Wo ist denn Säure drin? Mischkiste? Fragezeichen, woher soll ich das wissen? So, jetzt habe ich noch. Jasmin, uns fehlt ein bisschen Munition auf für den Blutmond. Mhm. Geht gleich los. So, Klebeband war wo? Mischkiste. Alter. Beim Auto noch was drin? Ja. So, jetzt. Oh ja. Bitte. Bitte. Das. Das. Kohle, so viel Nitrat haben wir gar nicht. Das. Das. So. Der eine hat das ja als Kommentar geschrieben unter dem Video, ne? Ja, habe ich gesehen. Als ich das gelesen habe, hatte ich direkt erstmal wieder die nächsten 3 Stunden Ohrwurm. Nitrat haben wir jetzt nur das, was wir da hatten, ne? Ja. Schlecht, Patrick. Ganz schlecht. Akzeptabel, sagst du? Oh. So. Und so. Jetzt haben wir fast 100 Dietriche. Oh, sind wir gut. Und warum? Weil wir so sparsam damit umgehen.
Ich habe hier noch einen Generator, der kommt bei Engine mit rein. Du hast... Alles gut. Was habe ich? Nix, du bist das nie. Was denn? Was hast du hier hingeschmissen? Yucca-Samen, okay. Das war ich, ne? Hä, ich wollte gerade sagen, ich habe die gar nicht mit reingenommen. Ich traue dir nochmal, weil ich die vorhin rausgeschoben habe aus dem Inventar. Deswegen überall liegen hier so Kackhaufen rum. Oil. Da. So, jetzt können wir das noch wegschmeißen, weil das benutze ich sowieso nicht. Zack. Und die Munition. Ich habe sogar panzerbrechende 9mm Munition und ich wollte jetzt ein paar Kleinigkeiten tätigen. So, jetzt wird es nämlich spannend. ZB. ZB. BBB. Züricher Bahnhof. ZB? Züricher Bahnhof. Ich verstehe nur Bahnhof. Oh, oh. Ich verstehe nur Bahnhof. Oh, oh. Oh, oh. Und da ist es auch schon wieder weg. So, ich wollte nämlich eine Matching. Du schießt noch mit dem selbstgebauten Maschinengewehr, ne? Ich? Ja. Ja. Soll ich dir auch eine M60 machen? Stufe 6. Soll ich dir... Stufe 6 ist das. Ja, aber soll ich dir eine M60 machen? Nee. Willst du die nicht? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Mach doch einfach. Aber eigentlich wollte ich dir noch was anderes machen. Ich hab's auch gelernt, das andere. Unsere Freundin ist wieder da. Die muss jetzt war. Hä? Na toll, sie hat geschrien. Bleib mal locker aussperrt, ey. Na toll. Immer vorm Blutmond kommen die, ne? Na toll, da kommt noch einer. Ah, ich hab meinen Namen eingetippt. Maschine. Ja, ich kann dir nur eine M60 machen, leider. Ich wollte dir eigentlich was anderes bauen, aber ich find's nicht. Da kommt gleich noch ein Dicker. Eigentlich. Das habe ich ja voll vergessen. Wir können ja auch Feuermunition machen und sowas. Na, einer kommt doch noch. Mal liegen. Ah, doch, ich kann sie machen. Sie heißt nur anders, als ich dachte. Cool, das baue ich dir.
Wo sind meine Elektrozaunpfosten? Da, wo du sie gebaut hast, in der Werkbank. Nein. Habe ich die unten gemacht? Ja. Gut, dass ich weiß, wo du was gemacht hast, ey. Oh, ein Glück, ja. Hm? Einer fehlt. Kacke. Da stellen wir erstmal... Obwohl, vielleicht können wir die ja im Zickzack verbinden. Theoretisch. Dann muss ich erstmal gucken, wie das funktioniert mit der Verkabelung. So. Alter. Jetzt wird es mir wieder nicht angezeigt. Ich krieg einen am Sender, du. Aha. Handfeuerwaffenteile. Geschmiedeter Stahl 10. So. 3. Klebeband. Kunststoff ist auch oben. Oh, Jasmin, was wirst du dich freuen? Hoffe ich doch. Mal sehen, ne? Hoffe ich doch. Was habe ich gesagt? Wie viel? 10. So. Haben wir das jetzt hingepackt? Da. Du spielst doch gerne mit der Pistole, ne? Ja. Oh, das könnte ich auch machen. Ja, du kannst mir ja erstmal sagen, was du von dem einen hältst, ne? So, jetzt brauche ich das hier. Verkabelung, das habe ich alles da oben. Die Zutaten, ne? Die Werkzeuge. Nee, warte, ich hab doch hier meine Kiste gehabt. Tina Turner ist gestorben. Wann? Heute. Hat's nicht gesagt. Oh, 83 ist sie geworden. Alter. Dann aber die hatten, die hat ein Leben gehabt, das hat der gefallen, glaube ich. Aber ich habe nie verstanden, was die alle an der so toll fanden. So von der Stimme. Das doch, die hat eine gute Stimme. Ja, das sagen alle, aber ich finde das gar nicht so. Ja, du hast auch du sagst, du hast eine schöne Stimme. Du hast absolut gar keine schöne Stimme. Ich habe eine richtig geile Gesangsstimme. Aber auf gar keinen Fall. Ach, wenn ich anfange zu singen, ja. Dann laufen alle weg. Da werden alle Frauen, ne, wie ein Tropfen. Mhm. Wenn du verstehst, weil sie heulen. Nein, untenrum. Bluten einfach nur aus den Augen und aus den Ohren. Vor Freude, sie bluten vor Freude. Nee, Jasmin. Vor Schmerz. So, wie funktioniert denn jetzt das mit dieser. Kann ich die einfach so erstmal hinstellen und dann gucken? Ich müsste die ja rein theoretisch, damit die auch ein bisschen geschützt sind, hier mit reinstellen. Dazwischen vielleicht. Einen da. Und hier nochmal anbauen. Ein da. Nee, gar nicht. Warte mal. Du musst woanders hin. Können wir uns ja gleich drum kümmern. Dann brauchen wir als erstes einmal die Rahmenwurm. Machen hier Copy-Paste. Hast du meine Munition schon wieder nach hinten gesetzt oder was? Nein. Ich war an deiner Munition nicht einmal dran. Nicht einmal. So. Wäre ich mir nicht so sicher. Jasmin, ich trau mich das doch gar nicht, dir irgendwas wegzunehmen.
So. Jetzt kommt das weg und... Ich sehe ja gar nicht, was ich hier mache. Ist das entscheidend, wo der hinguckt? Keine Ahnung, warum fragst du mich das? Ich kenne mich damit nicht aus. Für mich ist das ein Spiel. Ich spiele es einfach nur, weil ich da gerade Bock zu habe. Ich denke, das ist richtig. Nein! Er hat das schon wieder einen Blödsinn nein, gebaut. Nein, weil ich habe alles toll gemacht. Nein, nein, Jasmin, nein. Wir können jetzt hier nichts platzieren. Hier sind die Rahmenformen wieder außen. Nee, hier ist schon nicht im Weg. Okay, warte mal. Ich wollte ja eigentlich einen da haben. Das wäre denn hier. Guck mal, wie viel Schrott wir haben. Munition. Ein. Hier. Das quatscht nicht, Jasmin. Das macht mich so sauer. Pumpgun, ey. Ich nehme die Pumpgun 5. Was nimmst du noch? Ich weiß noch nicht. Ich muss hier nimmst erst du sonst immer die Pumpgun 5 oder was? Nö, M60 nehme ich jetzt momentan immer. Ich meine für den Blutmond. Ja, M60 nehme ich momentan immer. Okay, dann nehme ich die jetzt noch dazu, ey. Das war's mit Schrot? Schrotflinte habe ich nur manchmal. Ja. Okay. Muss das vielleicht immer so mittig vom Feld gucken? Oder muss die Konsole nach hinten? Also ich weiß nicht, ob das ausschlaggebend ist. Eigentlich ja nicht, ne? Ist ja Blödsinn. Oh Gott. Wegen dir habe ich den falsch gesetzt. Oh, ja, nein. Genau. Ja, sicher, wegen mir. Kann ich den nicht wieder aufnehmen? Hab den nicht mal angefasst. MP5, was ist das denn? Ist das deine? In der Werkbank? Ja. Das ist deine. Oh, danke. Ich weiß nicht, ob die gut ist, aber... Mit was schießen die? 9 mm. Genau. Und du gehst doch so gern mit der Pistole umher. Ja. Ja, ich gedacht, ich tu dir mal einen Gefallen. Ich rüste mich schon mal aus hier. Auf. Guck mal, was ich noch für Mods habe. Das habe ich hier voll kacke... Aber ich will das jetzt nicht wieder abbauen. Ich muss erstmal neues Kabel legen. Denke ich. Aber Magnum haben wir doch auch. Hast du doch auch noch, ne? Nee, ist alle. Was? Magnum Eis. Mensch. Schmeckt halt gut. Sind die Mods alle noch unten? Ja. Nein. Was? Nein, ja, nein. Wo sind die? Weiß ich, muss mal gucken. Ja, du bist lustig, ey. Reicht unser Strom nicht aus, weil ich zu viel angeschlossen habe? Da hilft nur Feintuning, ne? Mehr Hubraum im Generator. Ich glaube, zwei Motoren passen da, glaube ich, noch rein. So. Geht nicht, ganz toll. Oh, nur einer.
Aber das ist doch nicht alles an Mods gewesen hier von den... Alter, ist das laut. Das ist aber laut. Das ist so laut. Voll geil, ne? Jetzt werden wir hier gleich abheben mit der Basis. Aber... Warte mal, wir hatten doch noch mehr. Aha. Das rum vielleicht? Aber das ergibt keinen Sinn. Dann fließt ja der Strom nach da. Okay. Also ich kann es nicht direkt verbinden, aber... Wie komme ich denn jetzt dahin? Okay, ich glaube, das funktioniert. Meinst du? Ich bin mir nicht sicher. Glaub mich nicht wissen. Aber jetzt sehen wir ja beim Blutmond, ne? Was soll ja schon passieren, wenn es nicht klappt? Ja. So. Das heißt, ich hätte den nach den machen können, aber den hätte ich andersrum anfangen müssen, ne? Dann hätte ich den, nach hier, nach dem. Dann hätte ich eine Schnur mehr, richtig? Aber ich kriege von hier drüben keine Stromquelle. Jetzt kannst du erstmal nicht mehr bei... Warte, kannst du einmal kurz den Generator bitte anmachen? Wie geht das? Du musst nur runter in den Keller und dann E drücken. Mhm. Jetzt ist das ganze Internet voll. Kannst du erstmal nicht reingehen, ey. Ja, das ist normal. Wo? Genau. Aua, verdammt, Jasmin, mach aus! Kannst du jetzt nicht da drin, oder? Ich wollte nur sehen, ob die, Klingfeil sich drehen. Und irgendwie war ich noch im Kabel drin. Aber was man mir zugutehalten muss, es funktioniert. Deine Dummheit wurde wieder mal bewiesen. Ja, aber die Dummheit hat sich mal wieder ausgezahlt. Ich meine, wir haben gesehen, es funktioniert. Im Ernstfall sind wir da schon ziemlich sicher. Ja, jetzt müssen wir nur noch hier diesen Klimbims irgendwie...
Dass die da nicht hängen bleiben. Ramentor. Nein, eben nicht. Hast du oben überhaupt was angesehen? Ja. Schon alles reif. Ja, ich werde das bei Gelegenheit mal. Kann ich das nicht machen? Keine Ahnung. Kannst du? Natürlich kann ich das. Hast du vom Landleben gelevelt? Wegen dem Ertrag? Ich hab zwei Samen schon. Drei Samen. Vier. Sagen, dass wir die äußersten zumindest auf Holz aufwerten. Oder so. Das kann man noch schnell abreißen zur Not. Ich lasse das dann mal so an wegen Holz. Den Viechern. Und drüben noch einmal. Achso, abgebaut meinst du? Ja. Ja, besser ist. So, dann kriegt man das alles wieder weg. Ja! Jasmin, noch eine Folge und dann ist Blutmond, ne? Ja, du weißt, was das heißt. Ja. Diese Folge ist leider vorbei. Ja, ja, nicht. Jetzt geht's gleich erst richtig los. Eine Folge ist noch, also übermorgen dürfte nochmal Blutmond kommen. Auf was schießt du? Auf die Schreier. Mit was? Mit meiner neuen. Die ich dir gemacht habe? Jawohl. Die hört sich ja geil an. Ja, die ist auch gut. Cool. Ja. Ja, eine Folge noch. Dann kommt der Blutmond. Also immer schön einschalten. Bleibt spannend. Anscheißen. Immer schön anscheißen. Das ist geil. Nee, mal gucken, ob unser neues Format. Also unsere neue Baukonstruktion diesmal standhält. Wir sind ja nicht so gut gewappnet wie sonst. Nee, wegen dir. Ja. Ich habe Jasmin nicht genug in den Hintern getreten. Und dabei sage ich schon immer, Mensch, man kann nie genug Munition haben. Und wer sagt das? Du? Ich, Lebensphilosophie, seitdem ich 5 bin. Ja? Ah. Ah, nee, warte. Ich bin der Vollidiot, der gesagt hat, das hat noch Zeit. Ja. Naja, aber ich habe auch was gesagt, ne? Naja, schaltet morgen wieder ein. Wir würden uns freuen. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Tschüss.